Hallo Leute. Ich wollte normalerweise keine weiteren Videos mehr machen, also speziell auch zum Thema Deutschland. Warum kann ich ganz einfach beantworten? Viele von euch sind es ehrlich gesagt gar nicht wert. Ja, das hört sich jetzt erstmal arrogant an oder überheblich. Nein. Es geht darum, gerade wenn ich solche Videos mache zum Thema deutsche Geschichte, und unsere deutsche Geschichte besteht nicht nur aus 12 Jahren Nationalsozialismus. Das habe ich ja hier jetzt bewiesen mit dem, Sekunde, ich schenke mir noch nebenbei Kaffee ein, mit dem vorvorletzten Video zum Thema, wo ich da angemacht worden bin hier, wir angeblichen Ossis, also hier die ehemalige DDR, hier wären ja gar keine Deutschen, also wo ich nachgewiesen habe, es gab bereits ein Reich der Thüringer bis zum Jahre 531. Und hier das Deutsche Reich ist ja bekannt hier. Deswegen steht hier auch 150 Jahre deutsche Nation. Es wurde ja erst 1870, 1871 gegründet. Unter Bismarck. Das erste Deutsche Reich. Davor gab es aber auch schon mal andere Gebilde, die mehr oder weniger deutsch waren oder von Deutschen besiedelt waren. Also nur in Europa, nur in Mitteleuropa. Aber gerade, ich sag mal, ich merke, die Thematik, bis auf wenige Ausnahmen natürlich, interessiert eigentlich gar keinen. Sprich, man wird automatisch dann irgendwo als Nazi abgestempelt, wo man sich wagt, deutsche Geschichte darüber aufzuklären oder überhaupt irgendwo das deutsche Volk oder die deutsche Nation oder wie man es nennen will, die deutsche Kultur zu verteidigen. Ja, und dann, wie gesagt, beim Thema Islam war ja klar, dass ich da irgendwo angegriffen werde, was mich allerdings natürlich ein bisschen stört oder ärgert, ist, ich werde ja nicht nur von Muslimen angegriffen. Also das bin ich ja mittlerweile gewöhnt, das geht ja schon seit ich überhaupt Internet habe, so, also seit dem Jahr 2001, also inklusive Morddrohung. Im Jahre 2020 haben Moslems, wie gesagt, meinen Hund vergiftet. Also ich lebe immer noch und bin bis heute noch nicht angegriffen oder ermordet worden. So viel zum Thema, man muss nicht feige sein, wie ich auch immer wieder versucht habe, auch in Videos, wo ich draußen unterwegs war, euch aufzuzeigen, auch den Frauen aufzuzeigen. Natürlich wachsam, natürlich vorbereitet, aber wie gesagt, Feigheit ist das absolut Dümmste, was man tun kann. Also extrem feige zu sein. Weil dann haben im Grunde die anderen bereits gewonnen, also die, die Angst einjagen wollen. Wenn du beginnst, dich auch noch zu verkriechen und dich gar nicht mehr irgendwo hinzuwagen. Sprich, wenn du ein Stück breit Boden deiner eigenen Heimat, aus der du stammst, du als deutsche Frau oder du als deutscher Mann, beziehungsweise du als deutsche Tochter oder du als deutscher Sohn, also das Kind deiner Eltern, deiner höchstwahrscheinlich auch deutschen Eltern, dann haben die anderen im Grunde bereits fast gewonnen. Also sobald man beginnt zurückzuweichen, sobald man beginnt irgendwo, wie sagt man, klein beizugeben, etwas abzugeben, das ist das Dümmste, was man tun kann. Aber so sind leider viele Leute, also entweder sind sie dumm, sprich Gehirn gewaschen, verstrahlt, bekloppt, also hier verdooft, dumm verkauft und irgendwann haben sie es gefressen, also irgendwann glauben sie einfach an den Scheiß. Oder sind feige, also kriegen das Maul nicht auf, verkriechen sich, flüchten sich teilweise selber in religiösen Wahn, wie hier beim Thema Islam. Also kommt dann hier mit irgendwelchen, ja, ich bete jeden Tag für sie und oh, möge Gott uns alle beschützen, bla bla bla, also drehen selber durch. Also im Grunde unterscheiden die sich dann kaum noch von Muslimen, also religiöser Wahn. Mit dem Unterschied, die töten halt nicht andere, also solche Leute, die sich in den christlichen religiösen Wahn flüchten. Also wir reden jetzt nicht von Fällen, wo auch schon Christen andere getötet haben, aber das waren dann nicht wirklich potenzielle Terroristen oder potenzielle Fanatiker in dem Sinne, dass das im Christentum jemals irgendwo verlangt oder gefordert worden ist. Das waren Kirchen, die das von Menschen verlangt haben, andere zu töten. Kirche ist nicht automatisch Christus. Habe ich auch versucht zu erklären. Bin ich genauso angegriffen worden. Der Witz ist,
auch wenn ich dann mal brutale, harte Worte gewählt habe, dennoch dem Motto, man unterstellt mir, ich wäre arrogant, ich wäre herablassend, ich wäre beleidigend. Natürlich habe ich dann auch mal harte Worte gewählt, also auch mal deutliche Worte gewählt, inklusive auch mal Schimpfworte gewählt. Aber ich bin ja in der Regel zuvor angegriffen worden und auch zuvor beleidigt worden. Und das geht ja, wie gesagt, nicht erst hier, seitdem ich auch auf YouTube dann wieder Videos veröffentlicht habe. Das geht ja auch schon, ging ja auch schon Jahre davor. Also wo ich mich in der Regel schriftlich irgendwo an meine Mitmenschen gewandt habe. Also sprich angenommen bei Amazon hier durch Rezensionen und so weiter. Oder überhaupt in irgendwelchen Foren Beiträge gepostet habe. Also meine Meinung, ganz normal meine Meinung gesagt habe. Natürlich hat die teilweise auch auf einem Kenntnisstand, auf einem Wissensstand beruht, den ich mir bis zu dem Zeitpunkt bereits angeeignet hatte und immer weiter aneigne. Also wie gesagt, ich versuche eigentlich jeden Tag irgendwo mich weiterzubilden. Das ist ja auch, was mich stört. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, ihr könnt das genauso. Ich bin euch nicht irgendwo geistig überlegen, ich bin nicht irgendwo was Besseres. Ich habe nur, wie gesagt, mir Bildung angeeignet und das tue ich auch immer noch. Also im Grunde werde ich das wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende so handhaben oder so tun. Und ihr könnt das ebenso. Also ich habe immer wieder gesagt, ihr könnt jeden einzelnen Punkt, was ich erzähle, nachprüfen. Aber nee, ich werde erstmal pauschal als Lügner betitelt, also beschimpft, beleidigt, als Arschloch, als Nazi, also ihr kennt ja die ganzen Sprüche. Und halt inklusive der negativen Abklicken. Gut. Jetzt mache ich doch noch was zum Thema Deutschland, aber wie gesagt, ich mache es in der Regel kaum noch für die Leute, die so ohnehin nicht wert sind. Ich mache es für mich und generell, wie gesagt, ich patriotisch bin, patriotisch denke, patriotisch fühle. Ich habe auch keinen Grund, mich für irgendwas zu schämen. Ich habe null irgendwo mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem Holocaust oder sonst was zu tun. Meine Eltern ebenfalls nicht. Meine Mutter war Jahrgang 1946, wo sie geboren wurde. Mein Vater war Jahrgang 1939. Also kann man sich ja ausrechnen, bei Kriegsende, wie alt er da war. Meine Großeltern kamen ursprünglich, also hier, mein eigener Großvater kam aus Sulak, das ist in Ungarn, also hier die sogenannten Ungarn-Deutschen. Manchmal werden sie auch Siebenbürgen genannt, manchmal werden sie auch Donauschwaben oder so ähnlich genannt, also die irgendwann im 17. Jahrhundert, also deutsche Siedler, die da irgendwann auch in Richtung Ungarn gezogen sind oder auch nach Russland damals gezogen sind, also im 17. Jahrhundert, hier auf Einladung von Zarin Katharina der Ersten, sogenannten Russlanddeutschen, also ursprünglich mal Deutschstämmige. Da kam mein eigener Großvater her als Sulok in Polen, also das war ein Dorf, was auch heute noch größtenteils eine deutschstämmige Bevölkerung hat. Also mein Großvater hat bereits Deutsch gesprochen, nachdem er hier dann nach 1945 Thema Flucht und Vertreibung nach Deutschland vertrieben worden ist. Ja, ich mache das Bild hier gleich weg. Ich habe ja noch andere, wie man schon ein bisschen erkennt, dahinter. Ich will nur ganz kurz noch, wie sagt man, die Einleitung abschließen. Also mein Großvater hatte bereits Deutsch gesprochen, als er nach 1945 hier nach Deutschland gekommen ist. Also in dem Fall in die ehemalige DDR dann gekommen ist, in die sogenannte sowjetische Besatzungszone. Meine Großmutter war in St. Genevieve geboren. Ich glaube 1925 war meine Großmutter geboren. Oder mein Großvater war 1925 geboren. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, beide sind ja schon mehrere Jahrzehnte mittlerweile verstorben. Also irgendwann hat man das Thema vergessen oder abgeschlossen. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Geburtsdaten von meinem Großvater und von meiner Großmutter im Kopf. Also auch die inklusive der Jahre. Ich kenne halt noch klar die Sterbedeuten, also die Sterbejahre. Aber da kam meine Großmutter her. St. Genevieve bei Paris ist das. St. Genevieve wird es manchmal auch genannt. Sprich, ihre Vorfahren waren höchstwahrscheinlich aus Elsass-Lothringen. Also was hier, nachdem das erste Deutsche Reich unter Bismarck gegründet worden ist, noch zu Deutschland gehört hat. Also der Teil, der jetzt französisch ist, Elsass-Lothringen. Wollten wahrscheinlich nach Paris ziehen oder irgendwas. Also meine Urgroßmutter dann in dem Fall, also die Mutter von meiner Großmutter. Und da ist meine Großmutter in St. Genevieve geboren worden. Also hat er natürlich auch da gelebt, bis zum Ende vom Ersten Weltkrieg oder halt
spätestens bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg ist irgendwann nach Deutschland gekommen. Und mein Großvater, wie gesagt, ist definitiv erst nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen, also als Sulak in Ungarn. Das waren meine Vorfahren. Der Punkt ist, naja, ich habe jetzt viel zu lange wieder geredet, Entschuldigung, dass deutsche Geschichte nicht nur aus 12 Jahren Nationalsozialismus besteht. Also hier, das hat man jetzt gesehen, 150 Jahre deutsche Nation und nun der Untergang. Also damit ist halt das erste Deutsche Reich gemeint von 1870 bzw. 1871. Hier, Sekunde, also ich muss jetzt immer erst die Bilder raussuchen. Moment, das hier. Das hier. Oh, ne, das ist schon wieder hier, das Deutsche Reich dann 1870, 71. Ich glaube, die beiden reichen erstmal. Es ist gut zu sehen, also ich hoffe es. Also ich habe mir ungefähr die Stelle gemerkt. Ja, Europa, hier die Germanen, also wo die Römer halt sich nicht festsetzen konnten, hier Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9. Und hier halt ursprünglich das Kerngebiet der Latene-Kultur. Ich dachte erst, das ist ein Stamm gewesen, Latein, aber in Wahrheit ist damit ein Zeitraum gemeint, sprich nach der damaligen letzten Eiszeit. Also hier, wo es dann irgendwann auch ein Reich der Thüringer gegeben hat. Sprich, hier waren dann ursprünglich die Eismassen. Also hier haben dann hier Gebirge aufgeschoben, also die heute noch existieren hier, die Alpen und so weiter. Also das Wasser ist hier vom Meer her, auch hier von der Ostsee her. Hat hier sich reingeschoben, ungefähr hier, ungefähr bis zu der Stelle, wo ich jetzt gerade mit dem Mauszeiger lang fahre. Und das war hier ursprünglich alles mit Gletscher mal bedeckt. Und hier ungefähr sind dann hier die Gebirge, also unsere heutigen Gebirge, die auch heute noch existieren. Hier kann man es so ein bisschen erkennen, aber wie gesagt, es ist im Augenblick verdeckt jetzt von diesen, wo sich andere Kulturen ausgebreitet haben. Und da dachte ich, Latene ist ein Stamm, aber in Wahrheit ist das, ich sag mal, die Epoche. Also hier, das war ungefähr das Kerngebiet der Latene-Kultur vor über 2000 Jahren, also keine Ahnung, wahrscheinlich vor 3 bis 4, vielleicht sogar 5000 Jahren in Europa. Also deutsche Wurzeln dann später, hier Germanen halt, wie sie ursprünglich mal genannt worden sind. Hier sieht man es auch nochmal besser, also hier immer noch Germanen. Hier war ursprünglich der Kernraum der Kelten, also hier, dieses Gelbe. Hier, das sind noch die Reste vom Römischen Weltreich. Also wir wissen ja, das Römische Weltreich hat hier ursprünglich später ganz Italien dann eingenommen. Dann hat es hier nach Spanien ausgebreitet, hier nach Frankreich ausgebreitet, hier nach England ausgebreitet. Und hier konnten sich halt, also in Mitteleuropa, also sprich in Deutschland, hier Germanen, da konnten sich die Römer halt nicht wirklich festsetzen. Also warum es dann auch ein Limes und sowas gab, also Grenzziehung. Ja, also Germanien war mehr oder weniger frei von römischen Besetzungen, von römischen Einflüssen. Es gab natürlich aber trotzdem einen Austausch. Hier steht ja schon die vorhistorische Ausbreitung. Also hier, wo Rom ursprünglich sich ausgebreitet hat, hier nach Frankreich, also Gallien, wie es damals noch genannt worden ist, nach Spanien, nach England, wo es dann hier den Hadrianswall und so weiter gab, also wo hier die Römer in England nicht weitergekommen sind, haben sie dann auch eine Grenzziehung gemacht, also den sogenannten Hadrianswall. Hier gab es Wanderungen der Kelten, also auch in andere Gegenden hier. Diese roten Pfeile, keltische Wanderungen, hier steht sie. Hier, wo ursprünglich auch mal keltische Sprachen gesprochen wurden, also jetzt im Thema im Fall Russland hier, also was später Russland geworden ist hier, irisch. Hier steht es ja auch, also die Kelten haben auch irgendwann mal im Jahre 387, 386, also wird es dann rückwärts gezählt von 387 bis 386, also vor Christus, haben die auch mal rumgebrandschatzt. Also Rom wurde mehrmals, wie sagt man, angegriffen und auch teilweise besetzt oder belagert oder manchmal sogar fast zerstört, aber es hat halt immer wieder überlebt, also die Stadt Rom.
Aber wie gesagt, ging es jetzt eigentlich hier um deutsche Geschichte. Also hier ungefähr Deutschland jetzt, also heute. Und hier, wie gesagt, Germanenstämme und hier irgendwo Schlacht im Teutoburger Wald oder so, Schlacht im Harz. Also sprich, die Römer konnten sich hier nicht festsetzen. Und ich habe es ja gerade vorgelesen, hier 387, 386 vor Christus, Kelten haben Rom gebrandschatzt. Also schon vor über 2000 Jahren. So, was ich konnte, jetzt muss ich kurz andere Bilder raussuchen. Was haben wir hier noch? Ja, hier ist auch nochmal die Latene-Kultur. Moment, ich mache das groß. Hier war das Kerngebiet der Latene-Kultur. Also in der Mitte hier dieses, wie sagt man, Schraffierte hier, dieses Gestrichelte. Und hier Ausbreitungszone der Latene-Kultur ab etwa 400 vor Christus. Vor Christus, nicht 400 nach Christus, wo es dann hier um 400 nach Christus bis zum Jahre 513, also nach Christus, wo es dann hier ein Thüringer Reich gegeben hat. Also lange vor, später in Deutschland. Aber es waren halt, hier steht es ja auch oben, Germanen, es waren halt immer mehr oder weniger deutsche Wurzeln. Also hier bereits 400 vor Christus hier Ausbreitungsgebiete. Auch teilweise nach England, auch teilweise hier Spanien, Frankreich. Man merkt ja auch an der englischen Sprache, da sind ja viele Wortstämme, also viele Wurzeln von englischen Worten und so weiter. Also hier spätere Sprachen, die sich entwickelt, die sich gebildet haben. Sind ja Parallelen zum Deutschen zu finden, wie jetzt Englisch und Deutsch. Ihr müsst ja nur mal bestimmte Wörter vergleichen, das ist ja fast identisch. Sekunde. Jetzt mache ich mal einen Riesenzeitsprung. Ja. Also, ich sag mal, vor dem Ersten Weltkrieg, also nach der Gründung vom Ersten Deutschen Reich hier unter Bismarck, die manchen deutschen Kolonien, hier sieht man es ja, hier das Gelbe, Kiachaubucht bei China, da war mal eine deutsche Kolonie, hier halt das deutsche Stammland, das deutsche Mutterland, Sekunde, ich mach's nochmal klein hier, da. Das, also hier war ursprünglich Deutschland, in der damaligen größeren Größe, hier war eine deutsche Kolonie, hier bei Afrika, Deutsch-Ostafrika, Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Neuguinea, Deutsch-Samoa, also die deutschen Samoa-Inseln. Also da haben sich überall Deutsche ausgebreitet. Hier. Man kann eigentlich sagen, weltweit, abgesehen von Amerika. Amerika kommt aber jetzt klar als nächstes. Sekunde, da habe ich zwei Bilder vorbereitet zum Thema Amerika. Einmal das, Sekunde, und das. Und dann habe ich hier irgendwo noch ein schriftliches Ding. Ja, hier genau. Ich mache es nacheinander. Kann man es lesen? Hier in Amerika. Leute mit deutschen Wurzeln in Amerika. Hier die roten Bereiche. Hier steht es ja. Am häufigsten gesprochene Sprachen in den USA, außer Englisch und Spanisch. Hier. Die roten Bereiche sind alles, wo Deutsch gesprochen wird oder zumindest Deutsch als Zweitsprache gesprochen wird. Also Leute hier, die irgendwann nach Amerika ausgewandert sind mit deutschen Vorfahren, mit deutschen Wurzeln. Ich mache es nochmal klein, falls es dann nicht ganz in der Mitte vom Bild war. Weil ich will es nicht ständig hier das Kamerafenster wieder aufklappen und will hier kontrollieren, ob das Bild wirklich genau mittig zu sehen ist. Am häufigsten gesprochene Sprachen in den USA, außer Englisch und Spanisch, hier, Deutsch. Die roten Bereiche. Hier nochmal Amerikas ethnische Wurzeln, also was ich gerade mit den Sprachen jetzt schon erklärt habe. Hier das Hellblaue hier, Deutsche. Ich mache es erstmal ganz groß, damit die hinteren Bilder nicht immer ablenken. Hier Hellblau, Deutsche. Hier die hellblauen Bereiche. Alles Amerikaner mit deutschen Vorfahren hier. Es gibt ja die Muhlenberg-Legende, nennt sich so nach einem Abgeordneten, Friedrich Muhlenberg, glaube
der vorgeschlagen hat, also hat ein Gesetz einbringen wollen, dass Deutsch die Amtssprache in Amerika wird, also auch den, später wäre es die Landessprache geworden. Und dieses Gesetz wurde nur mit einer Stimme, mit einer Gegenstimme wurde das angeblich abgelehnt. Also ansonsten wäre eigentlich Deutsch die Landessprache geworden in Amerika. Aber wie gesagt, das ist eine Legende, also sonst wird es ja nicht Muhlenberg-Legende heißen. Hier steht es auch nochmal, also das lasse ich jetzt klein. Beispiele. Im Einwanderungsland USA geben mehr als 45 Millionen Menschen German an, also German an, also Deutsch, wenn sie ihre Herkunft benennen wollen, benennen sollen. Also man fragt Amerikaner nach ihrer Herkunft und die sagen dann German, also Deutsch. Für etwa, Sekunde, ich trinke mal einen Schluck. Für etwa 1,4 Millionen von ihnen ist Deutsch die Muttersprache. Also kann man sagen, die Zweitsprache. Also die sprechen mehr oder weniger Deutsch fließend. In Russland leben 800.000 Menschen mit deutschen Wurzeln. Habe ich eben erklärt. Irgendwann im 17. Jahrhundert wurden ja deutsche Siedler von Zarin Katharina nach Russland eingeladen. Also da zu siedeln. Haben ja auch dann da gesiedelt, das Land urbar gemacht. Die teilweise noch Deutsch sprechen. Steht ja auch, ihre Vorfahren folgten im 18. Jahrhundert einer Einladung der aus Deutschland stammten russischen Zarin Katharina der Großen. In Namibia, also hier ehemals deutsche Kolonien, im Südwesten Afrikas leben 20.000 deutsche Namibier. Sprich, Nachfahren von irgendwelchen Deutschen, die mal da gewesen sind, in diesen ehemaligen deutschen Kolonien. Die Deutsch als Muttersprache sprechen. Hier steht es ja auch, diese Nachkommen deutscher Kolonisten von 1884 bis 1915 bestand die Kolonie Deutsch-Südwestafrika, also die größte Kolonie in Afrika, größte deutsche Kolonie in Südwestafrika. Und hier, was ich jetzt mit meinem Großvater erwähnt habe, hier, Siebenbürgen, die Siebenbürger Sachsen siedelten sich im 12. Jahrhundert und die Banner der Schwaben vom 17. bis 19. Jahrhundert in Rumänien an. 2011 lebten 36.000 Rumäniendeutsche im Land. Und unmittelbar neben Rumänien liegt ja auch Ungarn. Also, wo mein Großvater herkommt, Sulok, der Ort Sulok. Also, wie gesagt, ist immer noch mehr oder weniger eine deutsche Enklave in Ungarn. Also, das habe ich jetzt klein gelassen, weil ich ja hoffe, dass dann der Text auch gleichzeitig, während ich hier abgelesen habe, für Leute, die es lieber selber lesen, also die dann auch stumm schalten, das Video, dass die Leute auch den Text hier gut sehen können. Deswegen habe ich es jetzt nicht groß gemacht, also tut mir leid für die Bilder, die links und rechts hier rausgucken am Bildrand. Sekunde, ich klappe noch ein paar drauf. Wissen nämlich die meisten Leute auch nicht. Hier, wenn sie mal klappen. Also habe ich eben schon gehabt. Sekunde, ich glaube, hier habe ich noch eins. Ne, das ist, ich sag mal, der Amtseid. Hier nochmal zur Erläuterung, wie viele Deutsche gibt es auf der ganzen Welt? Der Anzahl deutschsprachiger Menschen. Also mit Deutsch als Muttersprache, beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache Minimum. Oder möglicherweise sogar Deutsch als Hauptsprache. Etwa 130 Millionen Menschen weltweit sprechen Deutsch als Mutter- oder Zweitsprache. Rund 15,4 Millionen Menschen lernen Deutsch als Fremdsprache. Und etwa 45 Millionen Menschen gehören einer deutschsprachigen Minderheit an. Und das bedeutet, hier, deutsche Abstammung. Man ist nicht automatisch ein Deutscher, nur weil man in Deutschland geboren ist. Die deutsche Abstammung geht immer auf die Vorfahren. Also hier, es ist nicht, wie sagt man, in Deutschland gilt das Abstammungsprinzip, also weniger das Staatsangehörigkeitsprinzip. Also sprich, hast du deutsche Vorfahren gehabt, wie jetzt auch in meinem Fall, meine Großmutter kam ursprünglich aus Frankreich, aber sie hatte selber auch deutsche, ebenso deutsche Vorfahren und auch einen deutschen Familiennamen. Mein Großvater kam ursprünglich aus Ungarn, aber hatte ebenfalls deutsche Vorfahren, ebenfalls einen deutschen Familiennamen, hat bereits Deutsch als Muttersprache gesprochen. Und ich bin dann natürlich automatisch direkt hier in Deutschland geboren. Also sprich, erst wurden meine Eltern hier geboren. Also wo dann
sprich meine eigenen Großeltern, also ich habe immer noch von meinen Großeltern mütterlicherseits jetzt gesprochen, meine Großmutter, mein Großvater. Von den eigenen Eltern von meinem Vater kenne ich nicht hundertprozentig die Herkunft, soweit ich weiß, haben die aber mehr oder weniger auch schon hier in Thüringen schon immer gelebt, also schon seit Jahrhunderten. Das wer ist deutsche Abstammung? Fragezeichen. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht basiert grundsätzlich auf dem sogenannten Abstammungsprinzip, sprich deutsche Vorfahren. Dies bedeutet, dass die deutsche Staatsangehörigkeit im Regelfall nicht aufgrund der Geburt in Deutschland erworben wird, sondern aufgrund der Abstammung von einem deutschen Elternteil. Also entweder von beiden, Vater und Mutter, oder hauptsächlich ausschließlich von der Mutter. Nochmal hier auf Europa jetzt bezogen. Etwa 130 Millionen sprechen weltweit Deutsch oder weltweit sprechen Deutsch als Muttersprache. Deutsch ist in der Europäischen Union, also in der EU, die meistgesprochene Muttersprache und Amtssprache in Deutschland, Österreich, Belgien und Luxemburg. Zudem in Liechtenstein. Auch in der Schweiz ist Deutsch Amtssprache. Etwa 7,5 Millionen Menschen gehören außerdem in 42 Ländern weltweit einer deutschsprachigen Minderheit an. 42 Länder, also außerhalb von Deutschland. Kann ich ja nochmal ganz kurz zeigen, also hier, was ich eben erwähnt hatte, Sekunde. Naja, ich habe alles durcheinander. Hier sind nochmal, wie sagt man, die deutschen Mundarten. Hier sieht man es auch, das Grüne ist Deutschland, das Blaue ist Österreich. Das ist das Pink, ja, gell? Ja, lila, ja. Das Lila, ne, ist hier die Schweiz. Also hier, ich sag mal, die Bereiche, wo in der Schweiz Deutsch gesprochen wird. Daneben gibt es ja einen französischen Einfluss, italienischen Einfluss, also italienische Schweiz, französische Schweiz. Hier steht es ja auch. Hier das dunkelgrüne bundesdeutsches Hochdeutsch. Dann kommt hier, ist halt leicht verdeckt, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien und so weiter, also Gebiete, die ehemals zum Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation gehört haben, also sprich, da haben auch mal ursprünglich Deutsche, Deutschstämmige gesiedelt. Später sind es halt andere separate Länder geworden, aber es wird immer noch Deutsch zumindest verstanden und auch größtenteils Deutsch gesprochen. Ja, also das sind wir hier, Deutschland, unser heutiges Deutschland, also hier die ehemalige BRD, hier die ehemalige DDR. Bundesdeutsches Hochdeutsch, dann hier das hellgrüne hier, da ganz hellgrün und hier kräftiges hellgrün, das ist das Luxemburgische, also hier Luxemburg, luxemburgisches Deutsch, das hier ist das belgische Deutsch, also ich sag mal Mundarten. Hier unten das Pinke, wie gesagt, naja, erstmal das Blaue, das ist Österreich hier, also hier das dunkelblaue, österreichisches Deutsch und hier das leicht hellblaue hier, das ist Südtirol. Also, wo sich manche als Italiener fühlen, in Wahrheit sind sie aber eigentlich auch Deutsche. Also, die meisten haben auch, wie sagt man, eine deutsche Kultur hier. Ja, und dann halt das, wie sagt man, Lilane hier, Schweiz, also Schweizer Deutsch. Und auch Liechtensteiner Deutsch. Hier, genau, hier ist Liechtenstein. Sekunde, hier genau. Ich habe eben schon das Thema angesprochen: Heiliges Römisches Reich, Deutscher Nation. Hier ist es in seiner kompletten, ja gut, das ist eigentlich identisch. Ich mache erstmal das andere Bild. Hier ist es in seiner ursprünglich kompletten Ausdehnung. Man sieht es ja hier: bis zur Hälfte von Italien ging ursprünglich mal. Das mache ich jetzt mal schwarz-größer, also dass die hinteren Bilder nicht zu sehen sind, dass das Bild wirklich komplett zu sehen ist. Hier. Die Hälfte von Italien. Bis dahin hat sich mal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ausgebreitet. Das hat fast 1000 Jahre lang bestanden. Und hier bis Dänemark. Ist halt hier ein bisschen, wie sagt man, langgezogen, weil ich halt damals das Bild hier bearbeitet habe. Also habe es zwei Bilder nebeneinander und habe es halt zusammengefügt. Ja, so groß war ursprünglich mal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Hier die Hälfte von Italien, hier die Hälfte von Dänemark.
Ja, und hier halt nochmal die ganzen, wie sagt man, vom Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, die ganzen verschiedenen Landeswappen hier. Stadtwappen, Landeswappen hier. Und hier ist es nochmal besser zu sehen. Also nicht so breit gezogen. Hier in seiner kompletten Ausdehnung. Hier steht es ja irgendwo. Ich könnte aber nicht gut sehen. Moment, ich versuche es mal zu vergrößern und dann versuche ich es wieder zu verkleinern. Von wann bis wann? Halt, ich wollte es vergrößern. Von 800, also 800 nach Christus, bis 1806 hat es bestanden. 1000 Jahre. 800 bis 1806. Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Das heißt ja nicht ohne Grund, Deutsche Nation. Also, es ist nicht zu verwechseln hier mit dem Römischen Weltreich. Moment, ich mache das Bild nochmal separat. Also, jetzt habe ich es immer größer, jetzt ist es noch schlechter zu sehen. Ich wollte nur wissen, von wann bis wann, von 800 bis 1806. Also es heißt zwar Heiliges Römisches Reich, aber es ist nicht zu verwechseln mit dem Römischen Weltreich, was dann in ein Oströmisches Reich zerfallen ist und in ein Weströmisches Reich zerfallen ist später. Das ursprüngliche Römische Weltreich. Das Heilige Römische Reich ist wieder separat, also ist wieder was ganz anderes. Aber es hat halt fast 1000 Jahre bestanden und man sieht ja, was für eine riesige Ausdehnung das ursprünglich mal hatte, inklusive hier oben halt. Wie sagt man, hier in Richtung Königsberg und so weiter, also hier in Richtung Russland, wo dann auch Siedler hier von der russischen Zarin Katharina hier eingeladen worden sind, die sich dann hier weiter ausgebreitet haben. Hier also sogenannten Russlanddeutschen. Also bereits von dem Jahre, also abgesehen vom Thüringer Reich, das Thüringer Reich war dann ungefähr hier so in diesem Abschnitt. Das hat bis 513 existiert, also nach Christus. Hier vom Jahr 800 nach Christus bis zum Jahre 1806 gab es das Heilige Römische Reich Deutsche Nation hier. Also mehr oder weniger ein loser Staatenbund, inklusive Österreich, inklusive Schweiz, inklusive Luxemburg, Liechtenstein, Belgien, wie es alle heißen, hier Niederlande hier. Also das sogenannte Holland hier. In Wahrheit ist es ja eigentlich die Niederlande. Und hier halt Dänemark, also ein Teil von Dänemark. Kann man sagen, fast die Hälfte hier von Dänemark. Und hier auch, na, Sekunde. Das ist Italien, das ist Sizilien, das müsste Korsika sein und das müsste Sardinien sein. Also ursprünglich hatte auch die Insel Sardinien mal zum Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation gehört. Und auch hier die Insel Korsika. Hier, wo Napoleon Bonaparte herkam. 1806, merkt euch das Jahr, weil ich habe irgendwo auch ein Bild, wie es dann später von Napoleon verkleinert wurde, Sekunde. Ah, gut, ich hab's. Hier nochmal zum Vergleich. So war es vorher. Moment, ich mach's größer. So war es vorher. Jetzt 1806. Napoleon hat es mehr oder weniger zerschlagen. Hier, der Rheinbund, das war, kann man sagen, genau wie der Norddeutsche Bund, was es dann alles für andere Bünde gab, also Staatenbünde. Das waren die Vorläufer vom Ersten Deutschen Reich, also was dann im Jahre 1870, 1871 gegründet wurde durch Bismarck. Mit dem ehemaligen preußischen König hier, das blaue Königreich Preußen. Mit dem ehemaligen preußischen König dann halt als deutschen Kaiser. Hier Österreich war dann schon separat. Die Schweiz war dann auch schon separat. Also schon bevor Napoleon hier aus dem ehemaligen Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation hier so einen losen Stadtbund gemacht hat, den sogenannten Rheinbund. Hier hat auch schon die Hälfte, die ursprünglich mal dazugehört hat, von Dänemark, dann nicht mehr zu Deutschland gehört. Hier war es dann schon Dänemark, also bis heutigen Landesgrenzen von Dänemark. Aber ursprünglich waren das auch mal mehr oder weniger fast die Hälfte Deutsche. Also,
Warum auch in Dänemark ebenso viele Leute Deutsch sprechen und auch zumindest Deutsch verstehen. Also selbst wenn sie nicht gut Deutsch sprechen, also man sie selber nicht gut versteht, aber zumindest können die einen selber als Deutschen relativ gut verstehen. Also genau wie in Holland und so weiter, in den Niederlanden. Sekunde, ich mache mir nebenbei eine Zigarette. Also das eben war 1806, wo es aufgehört hat zu existieren. Im Jahre also von 800 bis 1806 hat das Heilige Römische Reich Deutsche Nation existiert. Und das ist dann im Jahre, Moment, das ist dann im Jahre 1812 unter Napoleon hier. Bis zum Ende von Napoleon seiner Herrschaft. Sekunde. Das habe ich, das habe ich. Genau, das nehme ich. Ja, ich muss erst die Bilder hier machen und dann kann ich sie richtig anzeigen. Halt, das wollte ich noch nicht. Das kommt später. Das wollte ich, das wollte ich. Das wollte ich. Ah ja, aber ich auch noch mal was ganz kurz. Sekunde. Hier, also was ich eben erwähnt hatte. Ich lasse es mal vorsichtshalber so. 130 Millionen hier. 130 Millionen weltweit sprechen Deutsch. 45 Millionen in den USA haben einen deutschen Hintergrund. 15,4 lernen Deutsch als Fremdsprache. 7,5 Millionen, also in verschiedenen Ländern, gehören zu einer deutschsprachigen Minderheit. Und 1,4 Millionen in den USA haben Deutsch direkt als Muttersprache. Also auch heute noch. Ja, ich hab's gleich. Ich will nur, wie gesagt, jetzt nicht zu ausführlich werden, weil da geht es wieder ja mehrere Stunden. Also ich mache zum Thema hier Gastarbeiter und so weiter, mache ich ein separates Video. Ja, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, gut. Aber irgendwie ist es nicht mehr hier an der Seite, wie es eben hatte. Wahrscheinlich durch das Vergrößern, Verkleinern ist mir da alles hier zur linken Seite vom Bildschirm gerutscht. Mit was fange ich an? Ja, mit dem hier fange ich an, genau. Hier sieht man es ja, also das Königreich Preußen dann. Hier, wie weit es mal ging, also hier bis Königsberg, heute Kaliningrad. Nach 1945 Deutschland gestohlen, also hier Ostpreußen. Also das sind die Siedler hier Russland. Beziehungsweise hier Russisch-Polen. Also ein Teil der Polen von Russland gestohlen wurde hier, also hier gab es ursprünglich auch mal ein polnisches Königreich hier in diesem Bereich. Hier ungefähr bis hierhin sind die Siedler gekommen, die von Zarin Katharina ursprünglich mal im 17. 18. Jahrhundert geholt und eingeladen worden sind. Also das sind die Staaten im Deutschen Reich, was dann 1870, 1871, zwischen 1870, zwischen 1871 sich gegründet hat.
hier Königreich Preußen, also bis hier oben, bis Königsberg. Hier, wie gesagt, die Hälfte von Dänemark. Hier unten, wie gesagt, wo höchstwahrscheinlich die Vorfahren meiner Großmutter herkamen, Elsass-Lothringen, was dann Deutschland sich von Frankreich einverleibt hat. Später nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg kam es wieder zu Deutschland zurück. Also umgedreht war das Deutschland wieder weggenommen, also ist heute wieder französisch. Ja, ich habe es gerade durcheinander gebracht. Hier war das Königreich Sachsen. Hier sind die Thüringer, ganzen Kleinstaaten, hier Kleinstaaterei in Thüringen. Königreich Bayern ist klar. Königreich Baden-Württemberg oder Königreich Württemberg. Das ist zu klein, müsste ich jetzt wieder vergrößern, kann ich jetzt schwer lesen hier. Also irgendwelche anderen, keine Ahnung, wie sich das genannt hat hier. Also kleinere Enklaven, also innerhalb von Deutschland, vom Deutschen Reich von 1871. Ich mache mal das Bild hier wieder zu. Ich muss noch gucken, dass ich es richtig zumache, also das richtige Bild zumache. Hier sieht man es möglicherweise auch nochmal. Also hier sind die Staaten nicht eingezeichnet hier. Das war das Deutsche Kaiserreich, also das Deutsche Reich, das Erste Deutsche Reich, hier oben bis Königsberg. Hier inklusive noch Elsass-Lothringen hier. Also bis vorm Ersten Weltkrieg. Da ungefähr ist Elsass-Lothringen. Hier, wie gesagt, Ostpreußen, also hier Königsberg, die bekannteste Stadt damals in Ostpreußen, mittlerweile halt Kaliningrad. Also das wurde Deutschland von Russland weggenommen. Das hier, die waren deutschen Ostgebiete hier. Wurden Deutschland dann nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg von Polen, ne, ein Teil davon, genau. Ich habe mich gerade wieder vertan. Ein Teil davon hier, das sogenannte Korridor hier, der mittlere Bereich, wurde Deutschland von Polen gestohlen, weil Deutschland, weil Polen hier einen Zugang zur Ostsee wollte. Also es gab dann hier Ostpreußen als separate Insel, kann man sagen, als deutsche Sprachinsel. Und es gab dann hier noch die deutschen Ostgebiete, die noch bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg zu Deutschland dazugehört haben. Aber wie gesagt, dazu mache ich ein separates Video, wo es um das Thema Gastarbeiter geht hier, das angeblich das Märchen, die Legende, der Schwachsinn, dass angeblich Gastarbeiter Deutschland aufgebaut hätten nach 1945. Also in Wahrheit waren es hier die Geflüchteten und Vertriebenen. Aber eins kann ich noch mal kurz dann zeigen. Also jetzt rede ich erstmal weiter, ich zeige es ja nochmal, was ich meine. Ihr merkt euch mal diesen kompletten Bereich hier. Also das war alles das Blaue hier, das ist alles Deutschland, das Deutsche Kaiserreich. Also inklusive hier den mittleren Bereich hier. Wenn das hier Ostpreußen ist, dürfte das hier Westpreußen sein, Danzig und wie soll er heißen, also hier die Städte. Mit Danzig als Stadt hier. War dann später eine separate Stadt, also auch eine kleine deutsche Sprachinsel. Also bis zum Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg und halt bis Ende 1945. Ja, also das Bild kann ich jetzt auch wieder schließen. Halt, Moment, ich muss gucken, welches es war. Hier haben wir auch nochmal Deutschland. Ich mache es größer. Also hier ist dann schon der mittlere Bereich verschwunden hier, was ursprünglich ja alles zu Deutschland mitgehört hat hier. Also das ist hier im Jahre 1937, also vorm Anschluss Österreich. Das sogenannte Deutsche Reich hier, also das Dritte Reich. Hier sieht man, es geht auch noch bis nach Dänemark hinein hier. Also hier ist auch ein Teil der Deutschland nach 1945 wieder von Dänemark hier weggenommen worden ist. Und hier, das ist der sogenannte Korridor. Also hier ungefähr ist Danzig hier, die Stadt Danzig. Und das war mit einer der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg, weil Deutschland hier, diesen Bereich, der ursprünglich mal zu Deutschland gehört hat, Westpreußen und so weiter, Pommern, Schlesien, Westpreußen, weil Deutschland hier von dieser zu Deutschland gehörten Landmasse wieder hier zu dieser Landverbindung, also hier direkt einen Durchgang haben wollte, also hier eine Landverbindung haben wollte. Sprich Transitverkehr, also einschließlich Autobahnverkehr, einschließlich Zugverkehr. Das war mit einer der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg, also hier für den deutschen Überfall auf Polen.
weil Polen sich geweigert hat, diesen Teil, den es Deutschland weggenommen hat, hier wieder zurückzugeben, weil Polen halt hier seinen Zugang zur Ostsee behalten wollte. Und da bin ich kein Nazi, wenn ich das hier die Wahrheit sage, wenn ich das hier richtig stelle, das ist nun mal so. Das kann man nicht abstreiten. Also, eben, deswegen habe ich gesagt, merkt euch hier den hellblauen Bereich hier, man hat es ja vorher gesehen, das hier war alles deutsch hier, was hier dann schwarz ist, weil Polen hier einen Zugang zur Ostsee haben wollte, weil Polen dann hier schon nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg Deutschland dieses Stück Land, was zwischen hier und da mal gewesen ist, was ja auch mal zu Deutschland gehört hat, weggenommen hat. Das war mit einer der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg, also für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Hier nochmal die größte Ausdehnung im Zweiten Weltkrieg von Deutschland hier. Also hier hat es dann, ist ja klar, Polen besiegt, ist ja alles bekannt. Als Polen dann hier wieder weggenommen, also den Bereich hier mit Zugang zur Ostsee, den Polen vorher Deutschland weggenommen hat. Hier halt, wie sagt man, die Ukraine hier, wo Deutschland dann auch ein bisschen die Ukraine teilweise vorgedrungen ist. Und hier halt unten Stalingrad, also die höchste südliche Ausdehnung von Großdeutschen Reich am Ende des Jahres 1942. Also hier ungefähr, hier, also wie ich es gerade gesagt habe, 1942, hier hat dann irgendwann die Schlacht bei Stalingrad begonnen. Ist halt, wie sagt man, für die Russen gut ausgegangen. Also sprich, hier die Schlacht bei Stalingrad war der Wendepunkt vom Zweiten Weltkrieg. Das dürfte Rumänien gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil hier nicht die Bezeichnung mit den Ländern stehen. Also möglicherweise ist das hier Rumänien, das hier Ungarn. Kann aber auch sein, das ist Rumänien, das ist Ungarn. Das ist auf jeden Fall hier definitiv die Schweiz, ist ja klar. Die Niederlande, Belgien und so weiter. Italien, Frankreich, England, Norwegen, Schweden oder Schweden, Norwegen, Dänemark. Ja, Russland hier, genau, Jugoslawien habe ich ganz vergessen hier, möglicherweise ist auch das Rumänien, das Ungarn, das ist Jugoslawien. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das war die größte Ausdehnung vom Deutschen Reich am Ende des Jahres 1942. Also kurz bevor die Schlacht von Stalingrad hier ungefähr begonnen hat. Wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. Hier sieht man es auch nochmal. Hier, also diese Pfeile sind immer die deutschen Vorstöße hier. Und bis dahin sind sie gekommen. Also hier ungefähr ist Stalingrad, wo ich jetzt mit dem Mauszeiger bin. Ich kann das mal größer machen. Also hier, ich sag mal ein bisschen aufzoomen. Halt, das wollte ich nicht. Jetzt ist es ganz weg, Sekunde, wo war es? Ja. Ich wollte es hier oben auch, dass es zu lesen ist. Also ist ja klar, hier das Dunkelblaue ist ursprünglich das Deutsche Reich gewesen, verbündete und besetzte Gebiete, das Dunkelblaue also bis da. Das Baltikum, Weißrussland, Ukraine und Gebiet vor Moskau im Dezember 1941, also hier ungefähr ist Moskau. Karelien im Dezember 1941, Finnland, also hier, das hat Finnland sich von Russland zurückgeholt, das hat Russland ja vorher Finnland im russischen-finnischen Winterkrieg von 1939 bis 1940 gestohlen. Naja, man darf nicht, ich sag mal, die Sachen, die davor passiert sind, vergessen. Man darf das nicht so einseitig sehen. Russland war dann halt, hier steht es ja auch, Alliierte, also das Rote hier, hier England, Irland und so weiter. Russland war dann auch ein Teil der Alliierten, also das russische Gebiet hier.
Schweden war angeblich neutral. Ich habe aber, wie gesagt, im Video von Hitler darauf hingewiesen, dass es sowohl Schweizer als auch Schweden als auch andere Länder, die sich gerne als neutral und so bezeichnen, dass da auch genug Freiwillige in der Waffen-SS mitgedient haben. Hier Donbass, Kaukasus, November 1942, also hier das Hellblaue ist der weiteste Bereich, den deutsche Soldaten vorgedrungen sind. Hier ungefähr ist dann Stalingrad. Habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, hier hatte ich noch ein Bild von Deutschland. Sekunde. Hier sieht man es auch nochmal gut. Also, hier der Bereich war vorher hier auch, wie sagt man, dunkelbraun oder was das hier pink sein soll. Das hat Polen weggenommen. Hier und das hellgrüne hier in dem anderen Grün, das ist Danzig, die Stadt Danzig. Hier steht es auch, das war die Tschechoslowakei hier, das langgezogene. Und hier ist Ungarn. Und dann unterhalb von Ungarn kommt Jugoslawien. Also das war 1937 bzw. 1939, aber hier ist noch nicht Österreich mit dabei. Also hier steht zwar das Deutsche Reich mit seinen Ostgebieten 1937 und 1939, hier war Österreich noch nicht mit dazu. Hier ist Österreich immer noch separat abgebildet. Später wurde dann hier, wie sagt man, das Sudetenland hier besetzt. Also hier ein Teil der Tschechoslowakei wurde dann integriert, das war dann hier geschlossen hier. Hier ungefähr ist das Sudetenland und hier ist der sogenannte polnische Korridor, also sprich, was Polen sich hier dazwischen geschoben hat, weil es den Zugang zur Ostsee wollte. Zwischen hier ist Pommern, hier ist Schlesien, das ist Ostpreußen, hier ungefähr muss Westpreußen gewesen sein in diesem Bereich. Also ursprünglich Deutsch. Polen hat es, wie sagt man, Deutschland weggenommen, also hat sich dann einverleibt und hat dann hier Deutsche unterdrückt. Das ist unser Thüringer Wappen. Also mit dem mache ich dann Schluss. Also reicht ja auch. Ich gehe jetzt nochmal aufs Thüringer Wappen kurz ein. Generell nochmal auf Thüringen. Und dann mache ich halt ein separates zweites Video zum Thema hier: die Legende vom Gastarbeiter, der Deutschland aufgebaut haben soll. Also die Gastarbeiter. Das ist wie gesagt eine absolute Verarschung. Also lasst euch da nicht verarschen. Muss man wirklich auf der Wurststube hergeschwommen sein, um das zu glauben. Hier, ich habe erst geglaubt, das wäre ein Bär, es war aber doch ein Löwe hier. Sogenannte bunte Löwe hier. Also unser Thüringer Wappen hier sieht man sehr, also bereits im Mittelalter hier, deutscher Orden hier. Das Kreuz, also was dann später, wie sagt man, teilweise auch das Eiserne Kreuz hier beeinflusst hat hier. Oder das Balkenkreuz hier. Das Kreuz vom ehemaligen deutschen Ritterorden. Und im Thüringer Wappen hier beginnt bei dem Löwen oben der Kopf in Rot. Und beim Mainzer Löwen oder hessischen Löwen beginnt oben der Kopf in Weiß, beziehungsweise Silber. Also das ist der Unterschied zwischen hier dem Thüringer Löwen im Thüringer Wappen und dem Mainzer, beziehungsweise dem hessischen Löwen. Erfurt wurde ja, wie gesagt, knapp 800 Jahre lang, also mehrere Jahrhunderte, von Mainz bestimmt oder fremdbestimmt oder fremdbesetzt, wenn man so will, also bevormundet. War abhängig teilweise auch von Mainz, hier Bistum Mainz. Und dadurch ist halt hier im Thüringer Löwen oder überhaupt in den Thüringen Farben, also rot-weiß, ist es hier in Thüringen beginnt es mit Rot und bei in Hessen ist die Farbgebung genau umgedreht. Also ist dann hier der erste Streifen weiß, der zweite Streifen ist rot, der Streifen wäre dann weiß. Also genauso, wie sagt man, als ob die Farben hier vertauscht wären, also rot und weiß. Also bei uns beginnt oben der Kopf in rot, in Hessen, also in Mainz, beginnt es oben mit weiß oder mit Silber.
Hier ist es halt, ich sag mal, warum ich es erst für einen Bär gehalten habe. Also hier eben hat man es noch wirklich für einen Löwen erkannt. Hier erkennt man es nicht mehr, ja genau, einen Löwen habe ich eben gesagt. Hier erkennt man es nicht mehr wirklich als einen Löwen. Hier könnte man wirklich denken, es wäre ein Bär, aber ein Bär hat halt nicht so einen langen Schwanz hier, so einen langen Schweif. Also das ist die heutige Thüringen-Fahne hier, rot und weiß und blau halt. Und die 8 Sterne haben auch eine Bedeutung hier. Das sind die ehemaligen Thüringen-Kleinstaaten hier, diese 8 Sterne. Ja, sieht man es besser. Also das ist Thüringen in seiner heutigen Ausdehnung hier. Unser Wappen. Und wie gesagt, die 8 Sterne sind die ehemaligen Kleinstaaten, die dann das Land Thüringen gebildet haben. Also der heutige Freistaat Thüringen fußt auf dem Land Thüringen, was sich ungefähr im Jahre 1920 wieder neu gebildet hat. Also beruht, genau wie das heutige Deutschland hier, der Bundesadler, teilweise auf den Adler aus der Weimarer Republik beruht. Also warum die sich fast ähnlich sehen. Hier ist es halt nochmal, wie gesagt, mal ein bisschen als patriotisch, national stolz, also das schönste Land der Welt. Also damit ist halt das Bundesland gemeint, Thüringen. Also hier auch wegen unseren Wäldern, unseren Bergen. Aber so empfindet eigentlich jeder normale Deutsche, also dass er sein Land als das schönste hält, also sein Bundesland. Ja, und hier war eben der Adler, also hier der Bundesadler hier unten. Gut, mal gucken, wie groß das Video geworden ist. Ja, es geht noch. So viel zum Thema deutsche Geschichte. Natürlich habe ich jetzt einiges ausgelassen, aber ich konnte ja nicht hier stundenlang erzählen und das wollte ich ja nicht, dass das Video mehrere Stunden geht. Ich habe nur etwas klarstellen wollen. Ach, siehste, ich habe. Einen wichtigen Punkt vergessen. Ich wollte auf die gesamten Erfindungen eingehen aus der deutschen Geschichte weltweit. Fällt mir gerade ein. Also theoretisch müssten es sogar 3 Videos werden: ein Video über deutsche Geschichte, ein Video über deutsche Erfindungen, also was weltweit durch die Ausbreitung der Deutschen auf der ganzen Welt immer wieder die Menschheit beeinflusst hat, also was der Menschheit auch zugute gekommen ist. Also größtenteils natürlich nützliche Erfindungen, also keine, ich sag mal, rein schlechten Erfindungen, also in Richtung böse Waffen und so weiter, also eigentlich nützliche deutsche Erfindungen, die aber halt die ganze Welt beeinflusst haben. Also warum Deutschen, ich sag mal, sehr stark Unrecht getan wird. Ohne deutsche Erfindung sieht die Welt ganz anders aus. Dadurch, dass Deutsche auf der ganzen Welt sich ausgebreitet haben. Man haben natürlich auch die deutschen Erfindungen auch in andere Länder gebracht. Oder die Menschen haben es bereits, also die in andere Länder gezogen sind oder ausgewandert sind, haben es bereits mitgebracht. Also deutsche Kultur, deutsche Erfindung. Also nicht nur die Sprache, auch die Esskultur, auch Einflüsse auf Musik, also Komponisten, deutsche Komponisten, einschließlich Mozart. Ja, Österreicher wollen immer gerne Mozart vereinnahmen. Nein, Mozart war weder Deutscher noch Österreicher. Mozart war ein Salzburger, weil damals gab es noch das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Sprich, es hat weder ein Deutschland in dem Sinne existiert, es hat weder ein Österreich in dem Sinne existiert, aber es gab einen Salzburg. Also ein Gebiet Salzburg und da ist Mozart geboren. Also in Wahrheit war Mozart natürlich Deutscher durch die Sprache. Also er hat ja Deutsch gesprochen, war ja seine Muttersprache. Genau wie Österreicher halt ebenfalls Deutsche sind, aber wenn sie sich heute gerne rausreden, hier durch die Geschichte vom Ende vom Zweiten Weltkrieg, dass sich gerne mal als Opfer hinstellen, oder Schweizer, die hier lügen und behaupten, sie wären immer neutral gewesen, also am Arsch. Schweizer haben aktiv mit dem Dritten Reich zusammengearbeitet, genau wie sie vorher im Ersten Weltkrieg schon mit Deutschland teilweise aktiv zusammengearbeitet haben. Österreicher ebenso. Aber auch das gehört zur deutschen Geschichte. Also sowohl die ganzen Erfindungen, die die ganze Welt beeinflusst haben,
als auch die deutsche Sprache, die deutsche Kultur, also sprich einschließlich die Esskultur, also deutsche Gerichte, die auf der ganzen Welt beliebt und verbreitet sind. Also Klöße, also jeweils regional beginnt, wie hier bei Thüringen, Thüringer Klöße, Klöße, Knödel und so weiter, Bratwurst, Sauerkraut. Also das, was immer als typisch deutsch beim Essen empfunden wird oder bezeichnet wird, stimmt ja auch irgendwo. Aber es hat halt auch Einfluss auf andere Länder gehabt. Und wie gesagt, Musik, also Komponisten, klassische Musik in der Regel. Aber das werde ich ein separates Video machen, also hier deutsche Erfindung, deutsche Erfinder. Das war jetzt erstmal wirklich Schwerpunkt deutsche Geschichte. Jawohl, ich kann das eigentlich mit dem anderen Video, was ich ebenfalls machen wollte, hier Gastarbeiter Deutschland aufgebaut, also Märchen, Lüge, Legende, kann ich es eigentlich auch wunderbar verbinden. Ich gehe erst auf das Thema, also im nächsten Video, jetzt nicht in diesem. Ich erkläre es mir schon mal, was ich dann da machen werde. Ich gehe erst auf das Thema ein, haben angeblich Gastarbeiter Deutschland abgebaut. Nein, haben sie definitiv nicht. Es waren deutsche Vertriebene, Flucht und Vertreibung. Und dann gehe ich gleichzeitig auf deutsche Erfinder ein. Ja, also ich werde da mehr oder weniger zwei Themen in einem Video so machen. Vielleicht mache ich aber doch das getrennt. Dass das mit den Gastarbeitern ein separates Video wird. Also hier, Legende vom Gastarbeiter, der Deutschland abgebaut hat, oder von den Gastarbeitern. Gut, also soweit erstmal eine allgemeine Zusammenfassung von deutscher Geschichte, und da war nichts irgendwo Nazi oder irgendwo Faschist oder irgendwas. Das sind alles Fakten. Ihr könnt jeden einzelnen Punkt, den ich hier erläutert habe, nachprüfen. Das meiste ist ohnehin bekannt. Also ich habe mir das nicht irgendwo ausgedacht. Es gibt keinen Grund, seine Geschichte zu verleugnen oder seine Geschichte auf 12 Jahre Nationalsozialismus zu reduzieren. Weil das uns gar nicht betrifft. Also die meisten, wie mich jetzt, Jahrgang 1973, die haben damals so gar nicht gelebt, und teilweise haben die, ich gerade erklärt habe, mein Vater war Jahrgang 39, meine Mutter war Jahrgang 1946. Teilweise haben meine Eltern dann noch gar nicht gelebt oder waren noch viel zu jung. Also die können ja nicht irgendwo sich selber schuldig gemacht haben. Also warum sollten sich meine Eltern für irgendwas schämen, geschweige denn, warum soll ich mich für irgendwas schämen? Kann ja stolz sein auf über 2000 Jahre deutsche Geschichte, einschließlich weltweiten Einfluss, den Deutsche auf die ganze Welt gehabt haben. Unter anderem halt, wie ich es jetzt leider hier vergessen habe, durch deutsche Erfindung. Gut. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wie gesagt, mir ist es ja wurscht, ob ich angegriffen werde. Ich schäme mich für gar nichts. Meine Islamkritik ist legitim. Der Islam hat genug Gründe, die man kritisieren kann und muss. Und auch hier, wie gesagt, Deutschland gibt es genug Gründe, Deutschland oder generell die Deutschen in Schutz zu nehmen. Also deutsche Geschichte betrifft nicht nur 12 Jahre Nationalsozialismus. Seid stolz darauf, Deutsche zu sein. Wie gesagt, es gibt 130 Millionen in Wahrheit auf der ganzen Welt. So viel dazu. Ciao.